schönen guten Nachmittag hier vom Elbhang. Ein wenig Sonne, aber kalt heute am 3. April 2023 für euch alle. Aber ich finde das ganz schön, dass es kühl ist, denn dann explodiert das nicht alles gleich so. Das Ganze, was jetzt hier so im Frühling sich hinaus wagt, das ist schon sehr schön. Ich will natürlich auch nicht, dass was erfriert. So kalt soll es natürlich auch nicht werden. Also wir haben schon Ansprüche, ihr wisst. Aber ihr weißt, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine damit. Mein Nachbar sägt jetzt noch irgendwas hier draußen. Ich hoffe, das ist trotzdem alles gut zu hören hier heute am Nachmittag. Es gibt ein Lied von Heinz Rudolf Kunze, das heißt, ich bin auch ein Vertriebener. Da singt er über seine Herkunft aus Schlesien und dass er zwar in Osnabrück wohnt oder gewohnt hat, also im Westen, und da und dort unterwegs war, aber eben, ja, wo ist Heimat, wo kommt man her, wo ist der Ort, wo man zufrieden ist und glücklich ist. Dieses Lied gibt es aber heute nicht, diesen Text gibt es heute nicht, denn heute hat ein ganz berühmter Dichter Geburtstag, Peter Huchel, der 1903 geboren ist, wurde, also er ist natürlich schon längst tot, aber er ist auch auf eine Art ein krasser Vertriebener, also er wurde nämlich vertrieben aus der kleinzänkischen DDR, in der er eine Zeitschrift lektoriert und geleitet hat, Sinn und Formel, Literaturzeitschrift mit vielen Essays von berühmten, großen, erst unbekannten, aber dann vielleicht eher berühmt gewordenen Dichtern und Dichterinnen, Schriftstellerinnen und Schriftstellern. Und das war nicht im Sinne der Obrigkeit. Und er wurde dann fast 10 Jahre lang in den 60er Jahren bis 71 bespitzelt in seinem Haus, quasi gefangen gehalten und hat er nicht weg. Und 71 dann abgeschoben in die Bundesrepublik, in der er dann im Breisgau gestorben ist. Also eine krasse Vertreibungsgeschichte, und er hat sich mit seinen Gedichten natürlich damit immer auseinandergesetzt, unter anderem auch mit einem Gedicht für seinen Sohn, und das Gedicht heißt Der Garten des Theophrast. Theophrast war ein griechischer gelehrter Philosoph und Botaniker, der als Schüler von Aristoteles sich das erste Mal umfassend mit der Botanik überhaupt beschäftigt hat und auch ein Werk rausgebracht hat, also eine Buchausgabe. Und da also zahllose Pflanzen aufgeführt hat, als erster überhaupt so eine Übersicht gebracht hat. Und es ist schön, dass der Peter Huchel, der ja lange in seinem Garten da in Wilhelmshorst quasi gefangen war, das als Anlass nimmt, und die Gedichtüberschrift so verfasst: Der Garten des Theophrast, meinem Sohn. Wenn mittags das weiße Feuer der Verse über den Urnen tanzt, gedenke, mein Sohn, gedenke derer, die einst Gespräche wie Bäume gepflanzt. Tot ist der Garten, mein Atem wird schwerer. Bewahre die Stunde, hier ging Theophrast, mit Eichenlohe zu düngen den Boden, die wunde Rinde zu binden mit Bast. Ein Ölbaum spaltet das mürbe Gemäuer und ist noch Stimme im heißen Staub. Sie gaben Befehl, die Wurzel zu roden. Es sinkt dein Licht, schutzloses Laub. In Gedenken an Peter Huchel, einer meiner Lieblingslyriker, und an alle anderen Vertriebenen. Bis morgen.